Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Einwurf, der Ball war draußen. Federico Palacios Martinez. Frei. Gut verteidigt. Defensiv haben sie ihre Probleme. So wird es schwer heute auswärts. Sie müssen sich dringend verbessern. Das wissen sie natürlich. Frei. Stoppelkamp. Klasse Aktion. Klasse Pass. Jetzt der Vorstoß. Ganz alleine. Da zieht er ab. Gibt's das denn? Das Aluminium hat hier was gegen dieses Tor. Mein Gott, war das knapp. Das könnte die Chance werden. Schön dazwischen gegangen. Buadus. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Chance zur Führung. Weiter gefährlich. Riesenchance, da konnten sie in Führung gehen, aber nee. Der Keeper sagt, nee, mit mir nicht. Lukas Röser. Wird das eine Torchance? Jetzt kann die Hereingabe kommen. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Gibt Einwurf jetzt, da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Schuss kommt nicht durch. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Arne Sicker. Stoppelkamp. Da ist jetzt Platz. Federico Palacios Martinez. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Ecke kommt ins Zentrum. Der Freistoß, klare Sache. Sebastian Mayer. Jetzt sind sie am Ball. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Super dieses Zuspiel. Klasse gespielt, guter Steilpass. Er schießt. Nein, kein Tor, das war zu schwach. Und das war eine Riesenchance. Da hatten ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kreieren, dann wird das hier maximal ein Remis geben. Und das wäre angesichts des Gegners eine große Enttäuschung. Arne Sicker. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gefährlich. Und die Möglichkeit. Lukas Röser. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt.
Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Frei. Federico Palacios Martinez. Sebastian Mayer. Federico Palacios Martinez. Sie holen sich den Ball. Klasse Pass. Jetzt der Vorstoß. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. So, die kurze Variante. Zieht ab. Das ist noch gefährlich. Ist es das? Ball kommt. Da ist die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sebastian Mayer. Klasse Pass! Und jetzt ein Schuss. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Kurz ausgeführt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Nächste Ecke jetzt. Ecke kommt kurz. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Frei. Stoppelkamp. Die Gäste werden wechseln. So, was machen sie draus? Sieht gefährlich aus. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Klasse Flanke. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Und nun ein Schuss. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da ist die Flanke. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Der Ball ist im Seitenaus. Einwurf. Lukas Röser. Ja, mit viel Übersicht. Gute Chance. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Ecke wird kurz ausgeführt. Und jetzt die Chance.
Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Buadus. Schöner Steilpass. Was macht er draus? Oh, viel Platz jetzt. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. So, klasse Pass. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Chance zum Anschlusstreffer. Macht das ganz sicher. Ja, das sieht gut aus. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Ja, sie bekommen den Strafstoß. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, den Rückstand noch mal zu verkürzen. Gibt Elfmeter. Und noch die gelbe Karte obendrauf. Elfmeter und Tor. Er bringt diesen Elfmeter unten im Eck unter. Der ist unhaltbar. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Gut gemacht. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Ganz alleine.